In ländlichen Gegenden entstehen leistungsfähige Gigabit-Netze nicht von alleine. Nur mit staatlicher Unterstützung können wir unsere ländlichen Regionen flächendeckend mit Gigabit-Infrastruktur versorgen. Wir freuen uns sehr, dass mit der Genehmigung des bayerischen Antrags durch die EU-Kommission der Gigabit-Ausbau im Freistaat Bayern in Deutschland und ganz Europa einen wichtigen Schritt vorankommt. Die vorläufigen Erschließungsgebiete in den 6 bayerischen Pilotgemeinden sind bereits mit 30 Mbit versorgt und sollen nun an Gigabit-Netze angeschlossen werden. Die EU-Kommission hat mit ihrer Genehmigung erstmals einen geförderten Breitbandausbau in Gebieten ermöglicht, die bereits über NGA-Bandbreiten verfügen. Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land ist Verfassungsauftrag in Bayern. Die Erfahrungen zeigen, dass im ländlichen Raum der eigenwirtschaftliche Ausbau von Breitbandnetzen deutlich hinter dem eigenwirtschaftlichen Ausbau in den Städten zurückbleibt. Gigabit-Anschlüsse sind notwendig, um vorhandene Arbeitsplätze zu halten und neue zu schaffen. Wir wollen auch der Landflucht aktiv entgegenwirken. Daher muss auch das Wohnumfeld im ländlichen Raum attraktiv bleiben. Wir wollen die Ziele der EU-Kommission aktiv angehen, Gigabit bis 2025 verfügbar zu machen. Wichtig ist uns, dass insbesondere gewerbliche Anschlüsse zeitnah hohe symmetrische Bandbreiten, das bedeutet 1 Gigabit im Download und im Upload, erhalten. Aber auch Privathaushalte sollen profitieren. Im Frühjahr 2017 haben wir die sehr konstruktiven Gespräche mit der EU-Kommission begonnen. Wichtig war der Kommission, dass die Förderung zu einem Step Change, also einer wesentlichen Verbesserung der nach dem Ausbau verfügbaren Bandbreiten, führt. Aber auch, dass private Investitionen nicht verhindert oder entwertet werden. Eine staatliche Förderung wird daher nur in grauen NGA-Flecken erfolgen, also in Gebieten, in denen nur ein Netzbetreiber mehr als 30 Mbit anbietet. Mit differenzierten Aufgreifschwellen und Zielbandbreiten für privat und gewerblich genutzte Anschlüsse wird sichergestellt, dass eine Förderung auch tatsächlich nur dort erfolgt, wo entsprechender Bedarf gegeben ist, der nicht durch eigenwirtschaftlichen Ausbau gedeckt wird. Nun gehen wir den nächsten Schritt. In allen 6 Pilotgebieten ist die Erhebung der bestehenden Infrastruktur abgeschlossen und das Ergebnis veröffentlicht. Netzbetreiber werden aktuell zu ihren eigenwirtschaftlichen Ausbauplänen befragt. Sobald die Rückmeldungen der Netzbetreiber ausgewertet sind, werden die Kommunen im Rahmen transparenter Auswahlverfahren die künftigen TK-Unternehmen für Bau und Betrieb der Netze suchen.